Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer Plätti und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Kurzes Vorwort zu dieser Folge. Ihr seht's, ich habe andere Bilder mittlerweile, denn ich hab's endlich geschafft. Ich habe Gold Mario freigeschalten und das bedeutet, das Spiel ist zu einigermaßen 100% jetzt abgeschlossen. Ihr seht, hier ist alles mittlerweile Gold. Hier hinten ist nur mehr ein Pokal Silber. Macht nichts, werden wir auch noch auf Gold machen. Dann habe ich wenigstens überall alles Goldpokale. Zum Beispiel hier dann, also 150 CC haben halt auch alle drei Sterne, aber das schaffe ich halt in den höheren Kubikklassen nicht. Ist mir aber egal, denn heute soll es um den Mondcup gehen. Der auch eine geile Strecke in sich hat, und zwar den Regenbogenboulevard vom Mario Kart 7. Aber ich würde sagen, let's go mit der ersten Strecke. Let's go! Beginnen tun wir mit der Strecke Pflaster von Berlin aus Mario Kart Tour. Was genial ist, denn es ist Berlin. Wir fahren jetzt einfach in Berlin herum. Mega cool. Let's go! Abmarsch! Die Mucke ist heute so geil in Berlin. Wow. 200 CC. Oh Gott. Da haben wir viel Spaß. Der Bahnhof. Oh Gott. Ey! Wow. Das war Runde 1. Ja, genau, drei Pilze. Auf einer Gordon. Ja, gut. Ja, genau. Scheiß Auto. Okay. Der hat eine Hupe. Der hat nur mein grüner Panzer weggemacht. Let's go. Erster. Oh Gott, 200 CC, warum machst du das mit mir? Und wir fahren die Strecke mittlerweile rückwärts aus dem Ziel. Let's go. Oh Gott. Vergiss es, Larry. Bei den Thrums kann man zerdrückt werden. Grüße gehen raus an Dalu, der heute auch den Part um 4 zu 0 rausgebracht hat. Und von den Thrums zerstampft wurde. Und was man auch gesehen hat bei den Items aus der letzten Folge, über die wir schon gesprochen haben. Gib Gas, gib Gas, gib Gas! Hui, 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 hui. Dass bei den Items zwei Slots offen geblieben sind. Und diese zwei Slots interessieren mich. Bekommen wir eventuell zwei neue Items oder sind das einfach nur die Feder und noch ein Item? Aber es sind zwei Slots frei. Das heißt vielleicht in Welle 4 zwei neue Items beziehungsweise sogar Fahrer. Wer weiß es mittlerweile? Ja, Peach Schloss Garten. Eine Strecke, die ich in Wii und 3 und DS nicht sehr gern hatte, aber diese Version ist mega cool. Denn sie hat einen Twist. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, dass eine Retro-Strecke einen geilen Twist hat. Gib Gas. Jawollo. Ding. Wow. Und Leute, schreibt mal in die Kommentare, würde mich gerne interessieren, ob ihr, wenn ihr alle Cups dieser Wellen gespült habt, noch irgendwas von Mario Kart Deluxe sehen möchtet. Sonst wird das zu heuer, also im Dezember 2023, wo die sechste Welle, denke ich mal, rauskommen wird, der letzte Part sein. Und deswegen würde ich dann Mario Kart Deluxe auf eine gewisse Twitch-Sache ändern. Außer natürlich in den Channel-News. Aber Mario Kart 8 Deluxe wäre dann ein Community-Projekt im Stream immer. Beziehungsweise vielleicht machen wir ja, oder die große Nintendo-YouTuberschaft, oh Gott,
Hui! Das war dumm. Vielleicht machen die sogar Turniere, wo man mitmachen kann. Und auf das hätte ich halt mega Bock. Man, oh Gott! Ja, moin. Klar, du. Ach, stehen. Du wurdest wenigstens von. Diese scheiß Pflanze! Sorry. Ab in die Kurve Nummer 3. Nee, Spaß. So, und jetzt fängt nämlich der Twist an. Oh! Ja, genau. Was soll denn der Kack jetzt? Man fährt die Strecke rückwärts. Oh Gott. Sechster. Und es ist erst die zweite Strecke des Cups. Das ist schlecht. Oh Gott. Ich hasse 200 CC. Ich denke mir halt bei jedem Let's Play Part zum Schluss 200 CC ist echt schwierig. Ja, komm, vergiss es doch. Dann kriege ich nur eine verkackte Münze. Sag, wo bin ich Vierter? Okay, Dritter passt. Dritter passt. Puh, wieder runterkommen. Bin Zweiter. Das schmeckt nicht. Das schmeckt nicht. Die Bergbescherung muss es jetzt raushauen. Eigentlich eine Mario Kart Tour-Strecke, aber Nintendo möchte es so wie es aussieht, als Mario Kart Strecke verkaufen. Also Mario Kart 8 Glücksstrecke. Denn es steht wieder kein Tour dabei. Auch wieder unten bei den Kapiteln natürlich nicht, weil ich halte mich an Mario Kart 8 Deluxe an in dieser Stelle. Oder an dieser Stelle halt. Ist das das neue Goat hier oder wie? Einfach an Koopa Link mit dem Boot und diesen komischen Holzrafen. Na, aber ja nicht. Meine Pünktchenkarte ist heute echt brutal. Ich habe jetzt vor kurzem wieder Mario Kart Wii gespielt. Oh Gott. Vielleicht bin ich ja deswegen so schlecht aktuell in Mario Kart auch. Kapi. Denn in Mario Kart Wii bin ich draufgekommen, konnte ich sehr gut die scharfdriftenden Bikes. Insbesondere mit Funky, das Bowser Bike. Das ist da die krankeste Kombination, die was man spielen kann. Und ich muss sagen, Mario Kart 8 Deluxe hat im Balancing der Fahrzeuge wirklich mehr Fortschritt gemacht. Denn die haben Stats, die was man als Charakter mit sieht, so wie in Mario Kart. Oh Gott. Yeah, genau! Erzähl das mir anders, dass du hier als Dritter den scheiß blauen Panzer aufdrückt. Oh. Boah. Macht mir Mario Kart 8 halt wieder salzig. Oh Gott, und dann kommt der Regenbogen-Boulevard zum Schluss. Ihr wollt mich endlich verarschen, oder? Toddy! Ich bin hinter dir! Oh Gott. Hä? Warum bin ich auf einmal drin? Okay, Gott sei Dank. Jetzt hätte ich mich aber noch mehr aufgeregt. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt! Oh mein Gott! Boah! Der Play wurde salzig! Okay, letzter Strecken. Let's go. Und dann ist es ein Regenbogen-Boulevard. Oh Gott. Es ist einfach der 3DS Regenbogen-Boulevard mit der Geistenmucke, eigentlich dem Geistenaufbau einer Regenbogen-Boulevard. Aber es ist eine Regenbogen-Boulevard und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist eine Rainbow Road, das heißt, es könnte sehr, sehr dubios werden. Sorry für die White Blende. Aber die Mucke. Oh Gott. Ich glaube, da wäre am wenigsten Rift never. Oh Gott. Jetzt was, was ist da, Lukas Dogman tot? Oh Gott. Geht nicht. Holy shit. Ich hab Gott sei Dank noch eine rote. Oh Gott, wabbel am Boden.
Der Ringpunkt Boulevard ist so wie der von Mario Kart 64 in Mario Kart 8. Es ist eine Abschnittsstrecke. Das bedeutet natürlich... Oh, schön. Erstmal rote und dann der blaue. Ja, komm. Ja, komm, Mann. Bruder. Das Klapse kann anziehen. Aber die Mucke ist halt geil. Der Mond ist arg cool. Oh Gott. Da. Danke! Toddy! Mein Gott, Leute, was war das für ein Part? Oh mein Gott, das war der geilste Mario Kart 8 Deluxe Part ever. Oh mein Gott. Ja, der Regenbogen Boulevard ist auf Platz 1. Wie geil. Geisterstrecken. Geil. Boah, geil. Okay, das ist cool. Das war schon eklig, aber jetzt... Bam! Schön! Wirklich schön, meine lieben Freunde. Und somit ist der Ringpunkt Boulevard auch die beste Strecke. Geil! Ein Stern! Was will man mehr, meine lieben Freunde? So, jetzt hast du natürlich wieder Worten. Auf Welle 4. Wie wahrscheinlich März wieder kommen wird. Aber Leute, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sagen wir tschö, bitte, ciao mit V. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Mario Kart 8 Deluxe wieder. Bis dann, euer PlayTV. Servus! Hey,